Hallo meine Lieben, ich hoffe euch geht's gut. Im Hintergrund ist meine Kleine. Wir sind erst jetzt aus dem Urlaub zurück. Ich war heute ein bisschen einkaufen, also ganz normaler Einkauf und war noch beim Action und meine Bestellung von dem ist auch angekommen. Ich möchte euch zeigen, was ich bestellt habe. Bei DM hat dieses Mal, wenn mir das gelingt, ich blende euch noch ein, wie das Verpackung ausgesehen hat. Ich zeige euch warum. Ich habe mir ein Weichspüler bestellt. Erstes Mal habe ich so ein Weichspüler bestellt. Normalerweise kaufe ich das nach, im Geschäft und so. Und der ist ausgelaufen. Also der war bis hier oben voll und das ist der Rest alles ausgelaufen. Und ich bin enttäuscht. Das war nicht zusammengeklebt, das war nicht in eine Tüte, einfach so ist so gewesen. Und hat der Heil gebracht und hat gesagt, ihr sollt direkt aufmachen. Sie sollen direkt aufmachen, weil das irgendwas läuft dort aus. Und das ist dort ausgelaufen. Also einmal habe ich das bestellt. Dann habe ich auch Badreiniger erstmal von Denk mit bestellt. Also neuer Duft steht, 100% Recyclingmaterial. Und hier ist das Kappe ist auch auf gewesen. Ich weiß nicht, wie voll muss das sein, aber das war auch auf. Also 750 ml, erst einmal bestellt, gucke ich mal, wie das ist. Steht gegen Schmutz und Kalk, Sauberkeit und strahlender Glanz. Auch gerne für Duschkabinen mit natürlichen Zitronensäure. Dann habe ich bestellt von Garnier Ware Schätze Maske. Intensive, nährende, tiefpflegende Maske. Guck ich mal, ob das. Mach ich mal auf. Ach, das riecht richtig gut. Ich weiß, ich hatte schon von Garnier, aber hier steht neu. Hier steht neu. Ich hatte von Garnier Maske, das war super. Ich weiß nicht, aber welche war das? Dann habe ich diese. Jubiläums, 25 Jahre war Balea und ist geworden und ich habe diese halt Limited Edition gekauft. Das ist eine Cremedusche, Zuckerschnute, Vanille und Zitrone riecht das. Also, ja, Vanille direkt, dann Zitrone. Also riecht super. 300 ml. Dann von gleicher Serie, dann 25 Jahre, das ist auch. Deckel ist auch so aufgewiesen. Das ist ein Rasiergel für empfindliche Haut. Duft nach Marshmallow steht da. So sieht das aus. Dann habe ich das von gleicher Serie. Ein Trockenshampoo. Langhaltigen, frische für alle Haartypen steht. 40 und Softeis. Ich gucke mal, ob das richtig so. Oh, das ist richtig großer Sprühnebel. Also 40 richtig und wie Softeis riecht, kann ich nicht sagen. Also das Kappe ist auch, geht auch nicht richtig so. Das wackelt, das war auch auf. Geht nicht so. Diesmal bin ich enttäuscht von Bestellung. Also das Sachen. Mir ausgelaufen sind und oder Decke geht nicht zu. Dann habe ich Body Lotion gekauft, auch von gleicher Serie, 25 Jahre. Zuckersüß, jede Haut, Vanille und gebrannte Mandeln. Riecht richtig nach gebrannte Mandeln und Vanille. Richtig gut. Kann man aufessen. So, und dann Handseife. Nach karamellisierten Popcorn. Ich bräuchte neue Seife, deswegen habe ich direkt die bestellt, um zu gucken, ob das uns gefällt oder nicht. Dann Shampoo und Spülung in eine Flasche. Eins, hier steht Shampoo und hier hinten ist Spülung. Also jetzt hier steht zwei Spülung oder wie soll ich euch. Das sind zwei Phasen.
Das ist gut für Reise. Hat man direkt zwei Produkte mit. Dann habe ich von gleicher Serie Zeitschriften auch eine Deo Body Spray gekauft. Das ist mit als Duft nach Zitronenmilchschick. 0% Aluminium. Guck mal, das ist richtig. So leichter Sprühnebel. Oh, das riecht stark nach Zitrone. So, dann Duschpeeling. Peeling habe ich noch nie gehabt, deswegen habe ich gedacht, kauf mal das. Duft nach Zuckerwatte. So sieht das aus. Dann habe ich noch ein Tuchmaske. Mango Slush Duft. So sieht das aus. Also durch das kann ich nicht durchriechen. Das auch nicht. So, und glaube ich, das war's von dieser 25 Jahre Serie. Dann habe ich für meinen Mann ein Waschgel bestellt von Balearman Energy und der war auch offen. Der war auch offen. Der riecht richtig gut. Und Deckel war auch nicht zu, richtig zu. Und hier sieht man nicht, aber wie viel ist rausgelaufen. 150 Milliliter drin. Dann habe ich für die kleine Himbeere Reislaufe Bio gekauft. Und ich habe noch die nachbestellt. Nachgekauft, die habe ich schon mehrmals gekauft. Von Hip. Die sind ab 8 Monate und die sind ab 8 Monate. Und meine Kleine hat probiert. Ich hatte zu Hause noch diese offen, hatte die probiert und dann habe ich ihr diese gegeben. Die hat sie nicht fertig gegessen. Die sind, ich weiß nicht, hart für sie oder ich weiß es nicht. Aber meine Große isst sie auch gerne, deswegen habe ich sie nochmal bestellt. Und die haben ihr richtig gut geschmeckt. Die hat zwei Stück hat sie direkt gegessen. Also nach dem Essen noch was. Süßes kriegst du sowas. Nicht immer, aber schon. Dann habe ich Aquatuchmaske bestellt von Balea. Steht Ökotest sehr gut. Guck ich mal, das ist so eine Maske, nicht so zweiteilig. Hier steht für feuchtigkeitsarme Haut. Spenden intensiv und lang anhaltende Feuchtigkeit. So sieht das aus. Dann war eine Pröbchen von Elvetal, von L'Oréal Elvetal, als gratis dazu, also in unser Päckchen. Das ist ein Serum. Auf jeden Fall probiere ich das aus. Dann Limited Edition von dieser Copacabana habe ich auch so eine Tuchmaske. Ja, Tuchmaske gekauft, war leer. Dann von Dressens Essence habe ich ein Duschgel gekauft. Da glaube ich, hat auch dort im Internet neu gestanden, wenn ich mich nicht irre. So sieht das aus, 200 Milliliter. Oh. Da kommt so eine Blase. Richtig gut. Bio-Rose steht da. Und Sesamöl. 24 Stunden Feuchtigkeit. So. Dann von Balea Handspray. Da kann man aufhängen. Das ist gezeigt, kann man aufhängen. Und halt immer dabei haben, wenn man möchte. Steht hier Anwendung ohne Wasser und Seife. Mit Grapefruit-Extrakt. Antibakteriell mit antibakteriellem Inhaltsstoff. So, 100 Milliliter. Dann Spülung von Balea. Schönheitsgeheimnisse. Kirschblüte. Glanz und Leichtigkeit für normales Haar. Ohne Silikon und Parabene. So eine Spülung. Steht hier noch vegan.
Okay, das riecht auch richtig gut. Dann habe ich noch so eine Leichtcremespray gekauft. Probieren wir das aus. Mit Hase, hier steht Kids Easy. Gucken wir mit Bio-Olivenextrakt und Milchprotein. 125 Milliliter. Dann habe ich noch von Schönheitsgeheimnis von Balea die im Eigenmarkt Duschcreme, Granatapfel für jede Hauttyp. Wir haben jetzt nachgekauft, weil wir hatten schon ganzen unsere Duschcreme und fast aufgebraucht. Dann habe ich das nachgekauft. Das benutzt meine Tochter. Große. Gefällt ihr gut? Dann habe ich einen Moment. Von Alverde steht da Nagelpflegeserum. So sieht das aus. Das habe ich das erste Mal gekauft. Möchte ich ausprobieren. Ich habe jetzt vor dem Urlaub Gelnägel gemacht, aber die gehen ab. Also mache ich die ab. Und dann hier steht sogar, wie lange ist das haltbar? Bis 11. Monat, Jahr 22, vegan. So, und dann habe ich das noch bei DM gekauft, diese Maisspangen für die Kleine. So zwischendurch. Und meine Große mag diese Schokoriegel. Die habe ich zweimal gekauft. So, und jetzt zeige ich euch, was ich beim Action gekauft habe. Einmal, das ist für Salat, aber 0%, wie ich das verstehe, eine Kalorien auf 15 Milliliter. Das ist so ein Salatdressing. Will ich ausprobieren. Dann hat meine Große Karamellbits gekauft. Die mögen das. Beide, meinen Großen und Kleinen, also meine Tochter und mein Sohn und mein Mann, ist sie auch gerne. Aber man muss die in diesem Verpackung lassen. Wenn man, ich habe letztes Mal die im Glas umgefüllt und dann sind die weich geworden. Da wollte keiner mehr die essen. Dann habe ich diese Müllbeutel gekauft mit Lavendelduft. Das ist für unser Eimer, wo wir Windeln reinmachen. Das ist ein bisschen mit Duft. So, dann habe ich so Makaronsmaske gekauft. Also hier steht 1, 2. Ich denke, das ist 1 und 2. Also 2 Phasenmaske. Möchte ich ausprobieren. Wir waren im Urlaub, ich habe dorthin Masken genommen, dann habe ich dorthin auch Pads genommen, aber von Balea. Diese, nee, nicht von Balea, oder? Muss ich mal nachgucken. Und halt aufgebraucht, jetzt brauchte ich was. Und da habe ich deswegen, glaube ich, 2 davon. Ja. Habe ich 2 davon, weil viele schwärmen davon, also möchte ich auch was probieren. Dann habe ich Limited Edition Sneakers weiß gekauft. In weißen, das sind alles. Alles weiß. Okay. Dann habe ich noch Masken gekauft. Die habe ich jetzt nachgekauft. Ich habe das auch in einem aufgebrauchten Video schon gezeigt. Also die ist super. Die kühlt richtig gut. Und also die ist super. Deswegen muss man nicht viel sagen, die ist auch richtig, richtig gut. Und deswegen habe ich die jetzt mit Vitamin C geholt, also mit Orangen aufgemalt. Das ist auch so eine Stufmaske, nicht 2. Und so eine. Die möchte ich ausprobieren. Die habe ich noch nicht. Hier steht 20 bis 30 Minuten, muss man das drauf lassen. Dann hat meine Tochter gesagt, Mama, wir haben keine schwarzen Haargummis, haben Haargummis gekauft. Die verschwinden immer, ich weiß nicht warum. Dann habe ich für mich so einen für Fersen halt, wie heißt das jetzt richtig,
Elektrische Fußpflege steht da für Fersen. Also hier steht zum Beispiel vorher und nachher, wie das aussieht. Also ich möchte das ausprobieren, weil nach dem Urlaub meine Fersen sind richtig hart. Guck ich mal, wie das ist. Der glaube ich, hat 4,95 Euro gekostet. Probiere ich mal das. Ob das richtig gut ist oder... Dann habe ich Kleiderbügel gekauft. Hier sind 5 Stück. Habe ich 2-mal davon gekauft. Die sind so Plastik. Hier kann man so aufhängen. So Top oder irgendwas. Ja, hier ist sogar Top aufgemalt. Aber klar, Hose und andere Sachen kann man auch aufhängen. Und habe ich einmal die gekauft. Hier sind auch 10 Stück. Das auch so Kleid aufgemalt, aber fokussiert nicht. So. Die sind hier Samt, so richtig Samt. Und ich denke, deswegen ist für die Kleider ist das gut, weil die rutschen dann nicht. Erstens, man hat hier so, ich weiß nicht, ob das jetzt, kann man sehen, so. Ja, sowas. Und die ist so Samt und deswegen, glaube ich, rutschen die nicht. Und das war's, mein Lieben. Meine Bestellung, mein Einkauf und halt ganz normale Einkäufe haben wir heute auch gemacht, weil wir sind erst nach der Urlaub und wir haben gar nichts zu Hause. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt mich gerne kostenlos abonnieren, bei Instagram folgen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Und ich denke und ich hoffe, ihr bleibt gesund. Tschüss, mein Lieben.